Marianne Bachmeier wurde am 3. Juni 1950 in Deutschland geboren. Ihre Mutter heiratete nach der Trennung von ihrem Mann erneut. Mit 16 Jahren wurde Bachmeier Mutter, mit 18 erneut schwanger. Kurz vor der Geburt ihrer zweiten Tochter wurde sie vergewaltigt. Ihre ersten beiden Kinder gab sie kurz nach der Geburt zur Adoption frei. Im Jahr 1973 bekam sie eine dritte Tochter, Anna, die sie selbst aufzog. Bachmeier betrieb in Lübeck eine beliebte Szene-Kneipe. Am 5. Mai 1980 wurde Anna von Klaus Grabowski, einem 35-jährigen Fleischer, entführt. Dieser missbrauchte das Mädchen und legte das erdrosselte Kind am Ufer eines Kanals in ein Loch und bedeckte es mit Erde. Der vorbestrafte Sexualstraftäter hatte bereits durch Kastration und Hormonbehandlung versucht, seinen Trieb zu unterdrücken. Noch am selben Abend alarmierte Grabowskis Freundin die Polizei, welche ihn in einer Gaststätte festnahm. Er behauptete später, das Mädchen deshalb getötet zu haben, da diese versucht habe, ihn zu erpressen. Am 6. März 1981 schmuggelte Bachmeier eine Schusswaffe in den Gerichtssaal des Lübecker Landgerichts. Grabowski auf der Anklagebank saß mit dem Rücken zu ihr. Sie feuerte 8 Schüsse auf den Rücken des Mannes, von denen 6 trafen und ihn sofort töteten. Für die Tat erntete Bachmeier von großen Teilen der Bevölkerung Verständnis. Am 2. November 1982 wurde Marianne Bachmeier wegen Mordes angeklagt. Am 2. März 1983 wurde sie wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Nach 3 Jahren wurde sie vorzeitig aus der Haft entlassen. 1985 heiratete Bachmeier und wanderte 1988 nach Nigeria aus. 1990 ließ sie sich wieder scheiden und zog nach Sizilien. Als sie erfuhr, dass sie an Krebs erkrankt war, kehrte sie nach Deutschland zurück. Sie gab zahlreiche Interviews und trat in Talkshows auf. Am 17. September 1996 starb Marianne Bachmeier im Alter von 46 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem Lübecker Krankenhaus.